Wölfe. Heimlich und fast unbemerkt sind sie aus Polen wieder in den Osten Deutschlands eingewandert. Auf einem Truppenübungsplatz haben die geisterhaften Wesen geeignete Reviere gefunden. Doch die Angst vorm bösen Wolf sitzt tief. Frei lebende Wölfe als Nachbarn, für manche Menschen ein Grund zur Sorge. Für mich passt der Wolf einfach nicht in die heutige Zeit. Man getraut sich ja nicht mehr an die Pilz. Ich glaube, dass die Kinder gefährdet sind. Der Mensch wird einfach genauso wie Reh, Hase, für ihn Beute. Und es wird eine einfache Beute. März 2007. Wölfe reißen einer Hirschkuh am Rande einer Lausitzer Ortschaft. Kein außergewöhnliches Verhalten. Dennoch titelt die Bild-Zeitung: Wölfe überfallen Lausitzer Dörfchen. Solche reißerischen Schlagzeilen schüren Ängste, die die Wolfsforscherinnen Gesa Kluth und Ilka Reinhardt mit sachlicher Information zerstreuen wollen. Auf dem sächsischen Truppenübungsplatz Oberlausitz finden sie frische Fährten der Wölfe. Dass das hier eine Wolfsspur ist, erkennt man daran, dass es ein Doppelabdruck ist, dass die Hinterpfote in die größere Vorderpfote getreten ist. Und diese Gangart ist eben typisch für Wölfe, wird über lange Strecken durchgehalten. Und das ist ein gutes Indiz, dass man es mit einem Wolf zu tun hat. Der Truppenübungsplatz stellt für die Wölfe einen idealen Lebensraum dar. In den ausgedehnten Wäldern finden die Tiere auch bei Manövern immer ein ruhiges Fleckchen. Die Neiße fließt ganz in der Nähe. Sie trennt Deutschland von Polen. Aus den dünn besiedelten polnischen Landstrichen sind schon mehrmals Wölfe über die Grenze nach Deutschland gewandert. Dazu müssen sie Flüsse wie Neiße oder Oder durchqueren. Für einen Wolf kein Problem. Vor allem Jungtiere machen sich auf die Suche nach neuen Revieren. Der wildreiche Truppenübungsplatz mit seinen vielen Verstecken erwies sich Ende der 90er Jahre als geeignete Heimat für einen Rüden und eine junge Wölfin. Nach der gefährlichen Wanderung gründeten sie dort eine neue Familie. Welpen leben das erste Jahr auf jeden Fall bei den Eltern und dann zum Ende des ersten Lebensjahres oder im zweiten Lebensjahr wandern sie irgendwann ab, um sich ein eigenes Territorium zu suchen. Das ist also ganz normale Biologie der Wölfe und das ist auch das, wovon wir hier in der Lausitz ausgehen. Im Jahr 2000 kam ein Wurf im Schutz des militärischen Sperrgebietes zur Welt. Es waren die ersten in Deutschland geborenen wilden Wölfe seit 150 Jahren. Zuvor waren sie bei uns systematisch ausgerottet worden. Die Rückkehr der Wölfe ist deshalb eine Sensation. Inzwischen leben 5 Rudel im Osten Sachsens. Insgesamt dürften es etwa 40 Tiere sein. So genau weiß das niemand, denn Wölfe lassen sich nur schwer beobachten. Deswegen sind viele Aspekte aus dem Leben der Heimkehrer kaum bekannt. Vor allem das Verhalten der heranwachsenden Wölfe interessiert Ilka Reinhardt vom Wildbiologischen Büro Lupus. Es gibt nach wie vor noch viele offene Fragen und es wird total spannend, nach den Antworten zu suchen. Seit März 2009 bietet sich dazu eine neue Gelegenheit. Erstmals seit Jahren ist es den Forschern wieder gelungen, einen Wolf zu fangen. Der junge Rüde wird Karl getauft und bekommt einen Halsbandsender umgelegt. Er liefert sehr wichtige Daten, denn er enthält eine GPS-Einheit, ein globales Positionsbestimmungssystem. Mit Satelliten wird der Wolf regelmäßig lokalisiert. Die Daten seiner Aufenthaltsorte werden dann über das Mobilfunknetz übertragen. Der Wolf teilt den Forschern also per SMS mit, wo er sich gerade befindet. Mai 2009. Karl ist auf Sendung. Über ein Modem erreichen seine Positionsdaten direkt den Computer im Büro der Wissenschaftler. Eine neue SMS von Karl dem Wolf. In der Summe liefern die Kurzmitteilungen äußerst wertvolle Informationen über die Wanderungen des Tieres. Man bekommt sehr viele Daten und weiß dadurch dann halt sehr genau, wo ist das Tier wann, was macht das Tier, wie verhält es sich tagsüber und nachts. Wie sind die Streifgebiete der Wölfe, quasi das Zuhause, das Territorium. Und was halt besonders wichtig und spannend ist, wie wandern die Wölfe ab? In welchem Alter tun sie das? Wie schnell, wie weit gehen sie? Karl
Karl sorgt bereits für Überraschungen. Er wandert plötzlich durch Sachsen und Brandenburg, ist gelegentlich 150 Kilometer von zu Hause entfernt. Nach gut zwei Wochen kehrt er ebenso überraschend zurück. Niemand wusste bisher, dass die Lausitzer Wölfe solche weiten Ausflüge unternehmen. Was man halt erkennt, ist, dass der Wolf überwiegend nachts wandert und was dafür spricht, dass er den Menschen einfach aus dem Wege geht. Aber halt in der Nacht kann es auch sein, dass er direkt an der Siedlung vorbeiläuft. Wölfe sind clever. Sie haben gelernt, dass von menschlichen Bauwerken keine Gefahr ausgeht. Aber den Menschen selbst meiden sie. Bisher haben wir noch nie Wölfe zu Gesicht bekommen und auch keinerlei Kontakte gehabt. Der geht ja Menschen aus dem Weg. Ich habe keinen gesehen. Im Fernsehen auch, aber so noch nicht. Den Menschen fehlt die Erfahrung mit Isegrim. Der Schäfer Frank Neumann ist ihm jedoch schon häufig begegnet. Wölfe sehe ich so unterschiedlich. Mein Jahr 2-3, voriges Jahr war es ganz extrem. Da habe ich auf einmal 9 Stück gesehen an der Herde. Und bis jetzt habe ich 53 gesehen. Wie viele Mal das die gleichen waren, weiß ich natürlich nicht. Eine der ersten Begegnungen mit den Wölfen hat bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Naja, wenigstens war die Situation so, ein Zug hatte gepfiffen hier, wahrscheinlich keine Einfahrt gehabt. Und daraufhin meldete sich ein Wolf und heulte an der Herde. Da habe ich noch gar nicht mitbekommen gehabt, dass überhaupt welche da sind. Ja, und da dachte ich, jetzt musst du mal gucken mit dem Fernglas. Und tatsächlich stehen 3 Wölfe an der Herde. Wahrscheinlich haben sie es dann auch mitgekriegt, dass ich also Mensch bin, kein Schaf. Dann sind sie natürlich wieder gegangen. Wölfe verhalten sich dem Menschen gegenüber also sehr vorsichtig. Das zeigen auch die Aufnahmen eines Rüden, der Wind vom Kameramann bekommt. Als er seine Welpen besucht, steigt ihm plötzlich der Menschengeruch in die empfindliche Nase. Der eingeklemmte Schwanz und das ständige Sichern verraten angespannte Aufmerksamkeit. Dann überwiegt die Angst und der Wolf lässt seinen Nachwuchs allein zurück. Bei seinen zahlreichen Begegnungen mit Wölfen hat Schäfer Neumann gelernt, dass er vor den Tieren keine Furcht zu haben braucht. Dennoch hätte er allen Grund, schlecht auf sie zu sprechen zu sein. Immerhin haben sie schon 45 seiner Schafe getötet. Es ist für den Schäfer belastend, wenn der früh auf der Weide kommt, es liegen wieder tote Schafe. Trotz solcher Verluste versucht der Schäfer, sich mit den Wölfen zu arrangieren. Das ist nur, weil der Wolf dazugekommen ist, muss man ein bisschen umdenken und testen, was funktioniert. Das ist Anton. Ein Pyrenäen-Berghund. Diese Rasse wird in ihrer Heimat seit Jahrhunderten speziell dafür gezüchtet, Schafe zu bewachen. Das System ist also so aufgebaut, dass die besten Kumpels der Hunde sind die Schafe. Die Welpen werden bei den Schafe geboren, bleiben ihr Leben lang bei den Schafen. Also ohne Schafe können die Hunde überhaupt nicht leben. Das funktioniert nicht. Die Begrüßungen sind zwar noch etwas ruppig, trotzdem werden im Lauf der Zeit aus den Hunden und ihren Schützlingen unzertrennliche Partner. Jahrelang hat dieses System den Schäfer vor Verlusten durch Wölfe bewahrt. Und wenn die Angreifer doch wieder einmal Erfolg hätten? Dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Dann muss ich sehen, passt dieses Herdenschutzteam zusammen? Denn die machen Teamarbeit, diese Hunde. Und wenn sich das dann so richtig eingespielt hat, das Team, Schafhund, dann hat natürlich auch der Wolf keine Chance mehr. Manche Jäger dagegen haben weniger Verständnis für Wölfe, weil sie seltener zum Schuss kommen. Das Wild ist vorsichtiger, seit die Raubtiere wieder die Wälder durchstreifen. Und einige gönnen dem Wolf nicht seinen Anteil an ihrer Jagdstrecke. Wölfe werden als Konkurrenten gesehen und immer wieder illegal abgeschossen, obwohl sie streng geschützt sind. Einen legalen Abschuss von Wölfen fordern einige Jäger, die sich im Verein Sicherheit und Artenschutz zusammengeschlossen haben. Ihr Vorsitzender Christian Lissina ist der Meinung, die Gefährlichkeit der Tiere werde unterschätzt und sie seien eine Bedrohung für Kinder. Wollen wir, wie vor 150 Jahren, Angst haben, dass die Kinder, sag ich mal, abends nicht vom
Christenlehrerunterricht oder was nach Hause gehen kann ohne Angst, ist ein Raubtier und kein Spaß. Na, und wenn ich das entsprechend in so einer Kulturlandschaft in die Schranken weise, dann muss ich mit den Folgen leben, dass, wie ich immer schon mal sage, irgendwann ein Schulranzen in der Bushaltestelle zurückbleibt. Diese Wölfe leben im Revier eines Lausitzer Jägers, der sich über die seltenen Heimkehrer freut. Reinhard Göpfert sieht die Dinge etwas anders als viele seiner Kollegen. Diese Diskussion ins Blaue rein, dass morgen ein Kind gefressen wird oder irgend sowas, die schafft eine Atmosphäre, in der einfach keine sachliche Diskussion möglich ist. Ich selber bin als Naturbegeisterung Jäger, betrachte die Jagd als Arbeit in der Natur, als Beschäftigung mit der Natur. Aus dieser Sicht raus natürlich den Wolf als eine Bereicherung, die angestammtes Territorium wieder erobert hat. Ist also in Normalität, was letztendlich zurückgekommen ist. Und als Jäger, wenn ich es ernst meine mit dem, was ich sage, dass ich mich als Jäger mit der Natur identifiziere und als die Natur bewahre, dann muss ich natürlich auch den Wolf bewahren. Reinhard Göpfert empfindet den Wolf nicht als Konkurrenten um das Wild in den Wäldern. Und das Reh, was der Wolf frisst oder was ich nicht mehr sehe, kann ich natürlich nicht schießen, ist logisch. Ja, aber wie gesagt, das gehört zum Kreislauf der Natur. Für mich ist Jagd das zu nutzen, was die Natur als Überschuss bietet. Wo der Wolf jagt, wächst der Wald, sagt ein altes russisches Sprichwort. Die Raubtiere reduzieren die Anzahl von Pflanzenfressern wie Hirschen. Außerdem sind die Beutetiere wachsamer und wechseln häufiger den Standort. Beides führt dazu, dass sich junge Triebe besser entfalten können. Wölfe tragen also auf ganz natürliche Weise dazu bei, das Gleichgewicht zwischen Tieren und Pflanzen zu erhalten. Der Truppenübungsplatz ist von Tierpferden übersät. Und die Biologin Ilka Reinhardt weiß sie zu deuten. Wenn man sich umguckt an Wildspuren, also wir hatten ja jetzt auch hier gerade frische Wildschweinspuren drüber, der Wildbestand ist gut. Auf jeden Fall, also die Wölfe müssen hier keinen Hunger leiden. Und das in einer Umgebung, in der man zunächst keinen Tierreichtum erwarten würde. Auf dem Truppenübungsplatz in direkter Nachbarschaft des Kraftwerks Boxberg gedeihen die heimlichen Jäger. Denn Wölfe brauchen keine Wildnis. Sie könnten sich auch in unserer Kulturlandschaft ausbreiten, wenn wir dazu bereit wären. Wenn ich in die Pilze gehe, wenn ich Beeren sammeln gehe, das ist kein Unterschied, ob da Wölfe leben oder nicht. Das ist so eine Erfahrung, die die Leute machen müssen. Immerhin hat der Wandel in den Köpfen bereits begonnen. Ich finde es sehr gut, dass die Wölfe wieder zurückgekommen sind. Die haben früher zur Natur gehört und die gehören heute zur Natur. Wir hoffen immer, dass wir mal Wölfe treffen. Haben keinen Glück bis jetzt. Wölfe können in Deutschland überleben. Es hängt von uns ab, ob wir den Mythos vom bösen Wolf überwinden und ihnen diesmal eine Chance geben. Rudel im Osten Sachsens. Insgesamt dürften es etwa 40 Tiere sein. So genau weiß das niemand, denn Wölfe lassen sich nur schwer beobachten. Deswegen sind viele Aspekte aus dem Leben der Heimkehrer kaum bekannt. Vor allem das Verhalten der heranwachsenden Wölfe interessiert Ilka Reinhardt vom Wildbiologischen Büro Lupus. Es gibt nach wie vor noch viele offene Fragen und es wird total spannend, nach den Antworten zu suchen. Seit März 2009 bietet sich dazu eine neue Gelegenheit. Erstmals seit Jahren ist es den Forschern wieder gelungen, einen Wolf zu fangen. Der junge Rüde wird Karl getauft und bekommt einen Halsbandsender umgelegt. Er liefert sehr wichtige Daten, denn er enthält eine GPS-Einheit, ein globales Positionsbestimmungssystem. Mit Satelliten wird der Wolf regelmäßig lokalisiert. Die Daten seiner Aufenthaltsorte werden dann über das Mobilfunknetz übertragen. Der Wolf teilt den Forschern also per SMS mit, wo er sich gerade befindet. Mai 2009. Karl ist auf Sendung. Über ein Modem erreichen seine Positionsdaten direkt den Computer im Büro der Wissenschaftler. Eine neue SMS von Karl dem Wolf.
In der Summe liefern die Kurzmitteilungen äußerst wertvolle Informationen über die Wanderungen des Tieres. Man bekommt sehr viele Daten und weiß dadurch dann halt sehr genau, wo ist das Tier wann, was macht das Tier, wie verhält es sich tagsüber und nachts, wie sind die Streifgebiete der Wölfe, quasi das Zuhause, das Territorium. Und was halt besonders wichtig und spannend ist, wie wandern die Wölfe ab, in welchem Alter tun sie das, wie schnell, wie weit gehen sie. Karl sorgt bereits für Überraschungen. Er wandert plötzlich durch Sachsen und Brandenburg, ist gelegentlich 150 Kilometer von zu Hause entfernt. Nach gut 2 Wochen kehrt er ebenso überraschend zurück. Niemand wusste bisher, dass die Lausitzer Wölfe solche weiten Ausflüge unternehmen. Was man halt erkennt, ist, dass der Wolf überwiegend nachts wandert und was dafür spricht, dass er den Menschen einfach aus dem Wege geht. Aber halt in der Nacht kann es auch sein, dass er direkt an der Siedlung vorbeiläuft. Wölfe sind clever. Sie haben gelernt, dass von menschlichen Bauwerken keine Gefahr ausgeht. Aber den Menschen selbst meiden sie. Bisher haben wir noch nie Wölfe zu Gesicht bekommen und auch keinerlei Kontakte gehabt. Der geht ja Menschen aus dem Weg. Ich habe keinen gesehen. Im Fernsehen auch, aber so noch nicht. Den Menschen fehlt die Erfahrung mit Isegrim. Der Schäfer Frank Neumann ist ihm jedoch schon häufig begegnet. Wölfe sehe ich so unterschiedlich. Mein Jahr 2, 3. Voriges Jahr war es ganz extrem. Da habe ich auf einmal 9 Stück gesehen an der Herde. Und bis dahin versucht der Schäfer, sich mit den Wölfen zu arrangieren. Das ist nur, weil der Wolf dazugekommen ist, muss man ein bisschen umdenken und testen, was funktioniert. Das ist Anton. Ein Pyrenäen-Berghund. Diese Rasse wird in ihrer Heimat seit Jahrhunderten speziell dafür gezüchtet, Schafe zu bewachen. Das System ist also so aufgebaut, dass die besten Kumpels der Hunde sind die Schafe. Die Welpen werden bei den Schafen geboren, bleiben ihr Leben lang bei den Schafen. Also ohne Schafe können die Hunde überhaupt nicht leben. Das funktioniert nicht. Die Begrüßungen sind zwar noch etwas ruppig, trotzdem werden im Lauf der Zeit aus den Hunden und ihren Schützlingen unzertrennliche Partner. Jahrelang hat dieses System den Schäfer vor Verlusten durch Wölfe bewahrt. Und wenn die Angreifer doch wieder einmal Erfolg hätten? Dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Dann muss ich sehen, passt dieses Herdenschutzteam zusammen? Denn die machen Teamarbeit, diese Hunde. Und wenn sich das dann so richtig eingespielt hat, das Team Schafhund, dann hat natürlich auch der Wolf keine Chance mehr. Manche Jäger dagegen haben weniger Verständnis für Wölfe, weil sie seltener zum Schuss kommen. Das Wild ist vorsichtiger, seit die Raubtiere wieder die Wälder durchstreifen. Und einige gönnen dem Wolf nicht seinen Anteil an ihrer Jagdstrecke. Wölfe werden als Konkurrenten gesehen und immer wieder illegal abgeschossen, obwohl sie streng geschützt sind. Einen legalen Abschuss von Wölfen fordern einige Jäger, die sich im Verein Sicherheit und Artenschutz zusammengeschlossen haben. Ihr Vorsitzender Christian Lissina ist der Meinung, die Gefährlichkeit der Tiere werde unterschätzt und sie seien eine Bedrohung für Kinder. Wollen wir, wie vor 150 Jahren, Angst haben, dass die Kinder, sag ich mal, abends nicht vom Christenlehrerunterricht oder was nach Hause gehen können ohne Angst? Das ist ein Raubtier und kein Spaß. Na, und wenn ich das entsprechend in so einer Kulturlandschaft in die Schranken weise, dann muss ich mit den Folgen leben, dass, wie ich immer schon mal sage, irgendwann ein Schulranzen in der Bushaltestelle zurückbleibt. Diese Wölfe leben im Revier eines Lausitzer Jägers, der sich über die seltenen Heimkehrer freut. Reinhard Göpfert sieht die Dinge etwas anders als viele seiner Kollegen. Diese Diskussion ins Blaue rein, dass morgen ein Kind gefressen wird oder irgend sowas, die schafft eine Atmosphäre, in der einfach keine sachliche Diskussion möglich ist. Ich selber bin als Naturbegeisterung Jäger, betrachte die Jagd als Arbeit in der Natur, als Beschäftigung mit der Natur. Aus dieser Sicht raus natürlich. Versucht der Schäfer, sich mit den Wölfen zu arrangieren. Das ist nur, weil der Wolf dazugekommen ist, muss man ein bisschen umdenken und testen, was funktioniert. Das ist Anton. Ein Pyrenäen-Berghund. Diese Rasse wird in ihrer Heimat seit Jahrhunderten speziell dafür gezüchtet,
Schafe zu bewachen. Das System ist also so aufgebaut, dass die besten Kumpels der Hunde sind die Schafe. Die werden also, die Welpen werden bei den Schafe geboren, bleiben ihr Leben lang bei den Schafen. Also ohne Schafe können die Hunde überhaupt nicht leben. Das funktioniert nicht. Die Begrüßungen sind zwar noch etwas ruppig, trotzdem werden im Lauf der Zeit aus den Hunden und ihren Schützlingen unzertrennliche Partner. Jahrelang hat dieses System den Schäfer vor Verlusten durch Wölfe bewahrt. Und wenn die Angreifer doch wieder einmal Erfolg hätten? Dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Dann muss ich sehen, passt dieses Herdenschutzteam zusammen? Denn die machen Teamarbeit, diese Hunde. Und wenn sich das dann so richtig eingespielt hat, das Team, Schafhund, dann hat natürlich auch der Wolf keine Chance mehr. Manche Jäger dagegen haben weniger Verständnis für Wölfe, weil sie seltener zum Schuss kommen. Das Wild ist vorsichtiger, seit die Raubtiere wieder die Wälder durchstreifen. Und einige gönnen dem Wolf nicht seinen Anteil an ihrer Jagdstrecke. Wölfe werden als Konkurrenten gesehen und immer wieder illegal abgeschossen, obwohl sie streng geschützt sind. Einen legalen Abschuss von Wölfen fordern einige Jäger, die sich im Verein Sicherheit und Artenschutz zusammengeschlossen haben. Ihr Vorsitzender Christian Lissina ist der Meinung, die Gefährlichkeit der Tiere werde unterschätzt und sie seien eine Bedrohung für Kinder. Wollen wir, wie vor 150 Jahren, Angst haben, dass die Kinder, sag ich mal, abends nicht vom Christenlehrerunterricht oder was nach Hause gehen können ohne Angst? Das ist ein Raubtier und kein Spaß. Na, und wenn ich das entsprechend in so einer Kulturlandschaft in die Schranken weise, dann muss ich mit den Folgen leben, dass, wie ich immer schon mal sage, irgendwann ein Schulranzen in der Bushaltestelle zurückbleibt. Diese Wölfe leben im Revier eines Lausitzer Jägers, der sich über die seltenen Heimkehrer freut. Reinhard Göpfert sieht die Dinge etwas anders als viele seiner Kollegen. Diese Diskussion ins Blaue rein, dass morgen ein Kind gefressen wird oder irgend sowas, die schafft eine Atmosphäre, in der einfach keine sachliche Diskussion möglich ist. Ich selber bin als Naturbegeisterung Jäger, betrachte die Jagd als Arbeit in der Natur, als Beschäftigung mit der Natur. Aus dieser Sicht raus natürlich.